Früher war sie eine von Fünfen. Nun ist sie ganz allein, zumindest auf der Bühne. Ex-Engel Nadja beim Videodreh in Kapstadt. Solo will sie nun die Fans erobern. Ihrer alten Girlie-Band weint sie keine Träne nach. Ich bin schon irgendwie froh, dass es vorbei ist, weil es war so stressig und es war ja auch immer so eine Rolle, die man gespielt hat. Also es hat ja nichts mit einem persönlich was zu tun gehabt. Das war schon ein Job, den man gemacht hat. Nun hat sie einen neuen Job. Und dabei soll alles viel besser werden. Die Songs schreibt sie jetzt selbst. Den Namen ihrer Platte findet Nadja offenbar so toll, dass er sogar ihren Fuß schmückt. Und auch das Video ist irgendwie, naja, sagen wir mal, anders als die früheren No Angels Clips. Es war Schicksal. Ich fang noch mal von vorne an. Keine eingeübten Tanzschritte wie früher, denn da wurde noch total hip durch die Gegend gehopst. Stattdessen schwurft sich Nadja jetzt durch eine Bar und spaziert konzentriert ziellos durch Kapstadts leere Straßen. So Multitasking, man muss sich auf 10 Sachen gleichzeitig konzentrieren. In welche Richtung laufe ich, wie gucke ich, den Anweisungen vom Regisseur folgen, dabei irgendwie noch sexy gucken und gut aussehen. Und es ist schon sehr viel schwerer, als es aussieht. Ja, sicher. Doch ob das hier der Knüller ist, auf den die Fans warten? Auf jeden Fall ist Nadja mit ihrem Soloalbum nicht gerade der Frühstarter unter den Ex-Band-Kolleginnen. Es sind gerade mal 2 Jahre vergangen und schwupps sind sie alle mit ehrgeizigen Projekten wieder da. Warum haben sie sich dann überhaupt getrennt? Als Quintett waren sie ganz oben. Solo? Naja, bislang weniger. Vielleicht gelingt Nadja mit ihrem Debütalbum ja der ganz große Wurf. Träumen ist schließlich erlaubt. Ich hoffe, dass das alles richtig erfolgreich wird und möchte mir einfach meine Solokarriere richtig aufbauen und Musik machen in erster Linie. Ganz viel Musik machen, ein zweites Album, ein drittes Album und so weiter und so fort. Noch in diesem Monat kommt Nadjas Album in die Plattenläden. Dann wird sich zeigen, ob auch die Fans ein zweites oder drittes oder vielleicht sogar viertes Album wollen.